Shiny Rayquaza ist Missing No. Und was hat es eigentlich mit diesen ganzen Leaks auf sich, die zu 20% stimmen und ja, diese ganzen Gerüchte in die Welt setzen? Im Hintergrund, da kämpfe ich natürlich im aktuellen Event. Paar Arenen, ein bisschen hochfüttern, ein bisschen fangen. Vor allem die Quests mag ich in Kombination mit Doppelsternenstaub, weil wenn man Mashok bekommt, wenn man Junglut bekommt, Entwicklungen geben mehr Sternenstaub und dann noch mit dem Event und ab und zu lasse ich auch mal ein Sternenstück springen. Also, gestern wurde Rayquaza angekündigt und zwar in einem legendären Raid-Wochenende. Aber es war nirgendwo die Rede von Shiny und mittlerweile hat auch zum Beispiel der japanische Account von Pokémon Go bestätigt, dass das Shiny nicht auftauchen soll. Die Leute sind jetzt ziemlich erzürnt. Ich habe auf Reddit nur ein bisschen gelesen. Ich meine, das muss ich ehrlich sagen und das lobe ich mir. In meinen Kommentaren ging es recht gesittet zu. Und der Großteil hat sich gefreut, einfach nur, dass das Pokémon im Allgemeinen wieder zurückkommt, dass man schon Candy sammeln kann, sollte es mal in Shiny kommen, dass man dann sein Shiny pushen kann und solche Geschichten. Aber auf Reddit, The Silphroad, obwohl da normalerweise die Leute eher nett sind, also es wurde nicht ausfallend geschrieben oder so, sondern einfach nur keine Raid-Pässe, kein Shiny oder irgendwie so in der Art. Und ja, dann muss ich meine Geldtasche wohl wieder zumachen. Und dann schreiben die Leute so, als ich die Überschrift gelesen habe, bin ich sofort in den Shop gegangen. Doch dann habe ich weitergelesen, kein Shiny und den Shop wieder geschlossen. Ich glaube kaum, dass jetzt Niantic in der Ecke sitzt und heult, weil du nun deine Geldbörse wieder geschlossen hast und Niantic nur 500 Millionen Coins von anderen Spielern abgekauft bekommt, aber das sei mal dahingestellt. Ich weiß nicht, warum jeder davon ausgeht, dass ein neues Legendäres oder dass ein rückkehrendes Legendäres als Shiny immer kommt. Wir hatten in der Vergangenheit schon einige Pokémon, Legendäre, die zurückgekehrt sind, ohne Shiny. Lugia Ho-Oh beim ersten Mal. Und da gab es aber doch den Unterschied, dass sich da niemand oder nicht so viele Leute so beschwert haben, aufgeregt haben oder enttäuscht waren. Denn es gab jetzt so einen Leak, und zwar, dass Rayquaza in Shiny kommen soll. Nach Groudon und Kyogre ist das circa so schwer vorherzusagen wie ein Valentinstags-Event. Aber dazu komme ich später noch gleich. Der Leak hat besagt, eben auch in Shiny. Und das ging rum in Gruppen, ich habe das ja selbst gesehen, genauso wie ITB auf dieser Convention bzw. Messe in Berlin. Da ging das Gerücht um, dass ITB Cognito verfügbar sind. Hä? Bis dato kein einziger hat irgendwas gepostet. Aber gut, schickt es euch nur rum in den Gruppen. So, und auch bei Shiny Rayquaza. Und jetzt war jeder, ah okay, das hat gestimmt, Rayquaza kommt doch. Na dann Shiny, genial. Und dann liest man, nö, doch kein Shiny. Aber Niantic, habt ihr gesagt? Nein, Niantic hat nichts gesagt. Man muss nur genügend Dinge leaken und die richtigen, die postet man dann erneut und sagt, ich hab's euch ja gesagt. Und dann wird man wieder Held gefeiert. Achtung, ein Leak von mir, es wird ein Latios-Wochenende kommen. Schätze ich, also habe ich Leak, genau. Ein Latios-Wochenende wird auf jeden Fall kommen. Dann werden wir 2020 ein Valentinstags-Event haben. Ihr könnt mir vertrauen, also ich habe da so meine sicheren Quellen. Es wird ein Weihnachts-Event vermutlich geben. Irgendwann kommt die fünfte Generation und nächsten Monat, ganz geheimer heißer Tipp, eine neue Pandierform. Aber nicht verraten, das weiß noch niemand. Okay, und ich bin nur interessenshalber jetzt 3 Wochen so zurückgesprungen bei diesen ganzen Leaks, bei Sammlungen. Und da finden wir gleich mal Steigerungssieb, neuer Community Day Move. Ja, das hat ja bestens funktioniert, dieser Leak. Dann Gekkabor Community Day wurde geleakt. Oh mein Gott, Leute, Gekkabor, wer hätte das erwartet? Starter, anderes Pokémon, Starter, anderes Pokémon, Starter, anderes Pokémon. Und zwar immer in der korrekten Reihenfolge. Wie hätte man Gekkabor erraten können? Und zwar wurde das hier geleakt mit Doppel Candy. Ach, ups, es ist ja gar nicht Doppel Candy. Aber sie haben zumindest geleakt, dass es Shiny auch kommen wird. Was ja nicht bei 35 bisherigen Community Days auch der Fall war. So, ein Valentinstags-Event wurde geleakt mit Shiny Schlurp und Shiny Schlurpleck. Corazon ist hier aufgelistet. Und Pantimimi aus den 7er-Eiern. Richtig genial, hab mich ja extrem drauf gefreut. Was? Was? Wir hatten das alles nicht?
Aber der hat es doch geleakt, Valentinstags-Event. Das kam ja ein Valentinstags-Event. Wir haben ihn doch dafür gefeiert. Nö? Okay. Anderer Leak zum Valentinstag. Shiny Hopspross. Wie, wir haben Shiny Hopspross nicht? Der hat doch sichere Quellen, der hat Rayquaza vorhergesagt. Leute, Moment. Noch ein Valentinstags-Event-Leak. Und zwar wird das Valentinstags-Event am 14. Februar beginnen und bis zum 28. Februar laufen. Boah, also, wie kommt er denn da drauf? Am 14. Februar beginnt ein Valentinstags-Event und nicht mal das war korrekt, denn es ging nicht vom 14. bis zum 28., sondern vom 13. bis zum 21. Moment, aber jetzt mit Farbigel, da ist es korrekt. Und zwar, Farbigel durch eine besondere Forschung zum Valentinstags-Event. Hat gestimmt, oder? Wir haben doch Farbigel. Oh nö, war doch nicht so korrekt. Aber als damals die Photobomb-Medaille kam, da wurde gesagt von diesem Leaker, dass Kecleon was damit zu tun hat. Wie, wir haben Kecleon auch nicht. Hä, was labert der dann? Aber als dann der Ladebildschirm kam, der neue, das hat er richtig vorhergesagt, oder? Mit Pantimos und Farbigel dann. Und zwar Pantimimi in 7er Eiern. Nö, haben wir auch noch nicht. Pantimos weltweit verfügbar und das neue Regionale in Europa wird Farbigel. Ah, hat auch nicht gestimmt. Schade aber auch. Also, genau solche Gedanken könnte man haben, wenn man den Ladebildschirm zuerst sieht. Man muss nur oft genug raten, dann klappt mal ein Leak hier und da und dann wird man gefeiert. Was nicht geklappt hat und was falsch war, das löscht man. Und wenn jetzt das Shiny nicht kommt, obwohl man es ja geleakt hat, Shiny Rayquaza, dann beleidigt man einfach. Also, ich hoffe, ihr seid alle nicht zu enttäuscht, dass nichts von den Dingen kommt, die euch versprochen werden, beziehungsweise natürlich kommt ein Valentinstags-Event. Drei verschiedene Varianten erraten, beziehungsweise raten, und dann eine davon ist so halbwegs richtig. Ja, dann stimmt's schon, dann ist man der große Prophet und hat's vorhergesagt. Nach Groudon und Kyogre, was könnte kommen? Rayquaza. Nach Latias, was könnten wir haben? Vielleicht ein Latios-Wochenende, was Niantic schon offiziell gesagt hat. Latios. Also gut, wer jetzt enttäuscht war, dass Shiny Rayquaza nicht an diesem Wochenende kommt, beziehungsweise zumindest aktuell nicht offiziell bestätigt ist, der sollte vielleicht überdenken, von welchen Gruppen er hier sein Hype-Material bekommt, wovon er sich hypen lässt. Und viel Glück bei der Inkognito-Jagd in Berlin, ITB. Dürfte recht selten sein, weil noch niemand hat's, aber existiert, laut diverser Gruppen. Unterm Strich will ich nur sagen, schickt in euren Gruppen rum, was ihr wollt. Jeder kann tun und machen und lassen, was er möchte, ist mir völlig egal. Aber kommt dann nicht zu mir mit Dingen, wo ich dann argumentieren muss, nein, ich habe Niantic gefragt, es kommt kein ITB. Und dann als Antwort, doch, in der Gruppe steht's ja. Ja moin, okay, dann steht's in der Gruppe. Also wem das Spaß macht, macht nur weiter so. Aber lasst mich da aus dem Spiel, weil ich versuche wirklich nur, es ist ja auch schwierig, da tauchen immer Dinge auf und dann wird was im Netzwerk-Traffic herausgefunden, aber dann gibt es Leute, die finden angeblich irgendwas und posten das so als offizielle Info, die sie irgendwo geleakt haben. Ist auch wirklich schwierig für mich da noch den Überblick zu behalten, um euch nicht unnötig für irgendwas zu hypen, was nicht kommt. Ich berichte immer nur so Dinge wie zum Beispiel, wenn jetzt die Photobomb-Medaille im Code gefunden wurde. Und irgendwann kommt sowas ja. Oder das Team-Medaillon. Irgendwann kommt sowas ja. Oder Evoli mit Blumenkranz. Irgendwann kommt sowas ja. Wo ist Shiny Schlurp? Wo ist Farbigel als regionales in Europa? Wo sind all die Dinge? Wo ist das Entwicklungsevent damals, welches mir vor einem halben Jahr versprochen wurde? Oder Celebi Release direkt nach dem GoFest? Hat alles von vorne bis hinten nicht gestimmt. Na gut, dann würde ich mal sagen, beende ich dieses Video mit einem Leak. Und zwar, Shiny Mewtwo wird irgendwann kommen. Ich sag nicht wann, aber wenn es dann kommt, werde ich auf dieses Video verweisen. Und ich habe es vorher gesagt, Leute. Nö, Spaß beiseite. Abschließend zu Rayquaza. Natürlich ist sich Niantic dessen bewusst, wie viele Leute dieses Pokémon mögen, weil es einfach ein cooles, ein geniales Pokémon ist. Und auch die Shiny-Variante sieht so hammermäßig aus. Aber wer weiß, was der Plan ist. Vielleicht mit anderer Attacke, vielleicht mit einem dreistündigen Rayquaza-Day, vielleicht mit einer längeren Zeit, weil in 3 Tagen
Und wenn man dann kein Shiny bekommt, sind die Leute auch wieder traurig und so. Vielleicht 2 Wochen lang oder irgend solche Geschichten. Ich bin mir sicher, Niantic weiß, dass Rayquaza in Shiny heiß begehrt ist und irgendwann werden sie das bringen. Neuer Leak, confirmed. Gut, ich würde mal sagen, für dieses Video war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.